Moin, Leute! Herzlich willkommen hier auf meinem Blog. Wir sind auf dem Weg nach Magdeburg. Besuchen den Kampf von Agit Kabayel. Es geht um die Europameisterschaft Verteidigung. Verteidigung? Sagt man das so? Er verteidigt seinen Titel auf jeden Fall. Letztes Jahr hat er ihn gewonnen. Also, bevor mein Akku leer geht, schon wieder ein Strich weg. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber okay, bis später. Tschüss. Leute, wie ihr sehen könnt, einmal hier und einmal hier. Geil, oder? Wir stehen hier im Stau. Vollsperrung. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Inshallah ist niemand gestorben. Kannst mal deine Fresse halten, wenn ich hier block. Ja, ein Helikopter ist gelandet. Ganz viele Polizeiwagen, Krankenwagen, Notärzte. Scheiße, hä? Wir haben uns jetzt schon um eine Stunde verspätet. Oder wir verspäten uns jetzt schon um eine Stunde. Ist immer doof, sowas, ne? Vor allem, wenn es jemandem hier nicht gut geht, der hart scheißen muss. So, Leute, jetzt geht's, glaube ich, ein bisschen voran. Hieß, in 5 Minuten geht's weiter. Der Helikopter ist schon wieder weg. Und jetzt kommt im hinter uns nochmal ein Krankenwagen. Ja, mindestens der 5. Willkommen im Ring für SES Boxing. Guten Morgen, Leute. 12.48 Uhr. Wir hätten eigentlich schon um 12 Uhr auschecken müssen. Aber wir haben uns jetzt mal was gegönnt hier. Zum Essen. Einmal Chili con Carne und einen fetten Burger, du Fettsack. Zu gestern. Lesefehler der Speicherkarte oder so und ich konnte irgendwie nichts aufnehmen. Und dann wollte ich irgendwie nicht auf Ja klicken, weil ich dachte dann, dass meine alten Dateien gelöscht werden, war dann aber nicht so. Agit hat aber den Kampf gewonnen. Wir essen jetzt noch und dann filme ich später weiter. Adi. It's me, Clyde. This is Bonnie. Ja, moin moin. Ich konnte mich leider gestern nicht mehr melden, weil ich voll kaputt war. Und jetzt ist es auch schon wieder 20 Uhr und wir sind auf dem Weg nach Hasofen City. Wir spielen jetzt mal ein kleines Spiel. Dieses Spiel, was wir jetzt machen, habe ich vor als neues Format. Mal gucken, wie das ankommen wird mit Sascha, Nico und so. Wird bestimmt wieder lustig. Und zwar, ich erkläre dir jetzt das Spiel. Du kennst auch wie Saschas Serie, die richtig falsch. Man muss immer, wenn die Antwort richtig ist, mit falsch antworten und wenn die Antwort falsch ist, mit richtig. Es ähnelt das Ganze sehr. Du musst mit Ja oder Nein antworten, aber auch andersrum. Wenn ich dir jetzt was... Ja, ne? Ich habe es verstanden. Nein, ich habe es nicht verstanden. Warte, ja genau. Ja. Wenn ich jetzt sage, hast du es verstanden und du hast es verstanden, dann sagst du nein, ja. Obwohl du es verstanden hast. Okay. Zusätzlich musst du noch mit dem Kopf andersrum nicken. Wenn du sagst nein, musst du so nicken. Wenn du sagst ja, musst du so machen. Hast du es verstanden? Nein. Hast du Bock drauf? Nein. Jo, du fährst gerade Auto. Nein. Du bist ein Mädchen. Nein. Du bist ein Junge. Ja. Wie du dich immer konzentrieren musst. Das war schwer. Stell du mir mal ein paar Fragen, mal gucken, ob ich es drauf habe. Ich weiß es gar nicht. Das bringt mich gerade selber ein bisschen durcheinander. Die Ampel ist grün. Nein. Ah, nein. Okay, ich merke schon, wie ich so erkrankt bin. Okay, fuck. Ich war richtig schlecht. Das ist, glaube ich, mein Spiel, Alter. Okay, mach nochmal. Hier ist unbegrenzt. Ja. Ey, ich mach schon wieder so. Ich raff's nicht. Du kannst gar nicht. Was ist mit dir los? Ich raff's echt nicht. Warte. Nein, du bist so schlecht in deinem eigenen Spiel. Warte. Jetzt ist kurz nach 20 Uhr. Nein. Ja. Ich hab gewonnen.
Ja, ganz bestimmt. Schreibt mal in die Kommentare, wer gewonnen hat. Wenn ihr gegen mich stimmt, dann lösche ich meinen Kanal. Aha, juckt euch voll, oder? Jetzt stimmen die erst recht alle so gegen mich ab. Lösch deinen Kanal, du. Bis dann, Leute. Bis morgen. Ade. Tschüss. Tschüss. Ich sehe übelst beschissen aus, ist aber jetzt erstmal Nebensache. Ich habe hier was. Das nennt sich Rapstars 2017. Ihr kennt ja diese Panini-Sticker-Alben mit diesen Fußballstars und so, wo man hier aufkleben kann. Die Stars. Hier sind ganz viele YouTuber-Leute. Und schaut mal bei der Nummer 78. Ja, das bin ich, liebe Leute. Hier sind ganz viele Sticker von mir. Ich habe hier noch so eine Kleinigkeit zugeschickt bekommen mit 36 Sammeltütchen. Unten in der Beschreibung verlinke ich mal die Seite. Könnt ihr euch gerne holen und hier ein paar YouTuber sammeln. Und diese ganzen Sticker könnt ihr auch im Kiosk deutschlandweit kaufen. Ja, Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider konnte ich nicht so viel aufnehmen und jedes Mal oder die meiste Zeit im Auto. Liebe Leute, am Sonntag kommt ein cooles Video wieder für euch. Seid gespannt. Und ja, wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.